Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus, hier auf dem Kanal von meiner Wenigkeit. Ja, in der letzten Folge sind wir so weit gekommen, dass wir endlich ausgebrochen sind und hier auf der Brücke noch die Blase dazu gebracht haben, dass wir hier mit, ich gehe mal zur Richtung Straßenbarrikade, Da sind noch weitere Fahrzeuge, sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Genau. Der Lieferwagen ist da runtergerollt, der steht jetzt auch da, Blase wird wahrscheinlich auch da sein. Und Edna hatte in der letzten Folge auch schon gesagt, wir könnten hier wahrscheinlich das Abschleppseil mit dem Brückengeländer verwenden. Da unten kann ich den Fluss sehen. Sag mal, Brücki Brücko, du kennst dich doch aus. Was treiben eigentlich diese Radfahrer, die an Autobahnbrücken halten und runterstarren? Haben die irgendwas vor? Springen? Davon hat mir mein Chiropraktiker abgeraten. So verzweifelt bin ich noch nicht. Schade halt, dass wir wirklich kein Captain Unbrauchbar Dings mehr haben. Oh. Frag mich immer noch, wozu wir den Topf gebrauchen könnten. So, Brückengeländer. Hängt jetzt alles da. Das heißt, wir müssten wieder zurück. Und wieder zurück zum Fluss. Denn ich vermute mal, wir müssen zur Kirche. Mal ganz ehrlich, dass man nicht vom Brückengeländer hätte raus runterklettern können, weil das hätte ja keine Spuren hinterlassen, meiner Meinung nach. Aber okay. Statisch aufladen bringt auch nichts mehr, meiner Meinung nach. Über den Fluss. Zur Mauer. Ein Tor. Was hältst du von diesem Tor, Harvey? Ah, unser Spezialgebiet. Ja, Das Schloss ist zugerostet. Ah. Da wissen wir doch schon, was wir haben. Wir haben doch ein Antioxidationsmittel. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Lasst mich rein! Lasst mich rein! Wow. Also das müsste irgendjemand definitiv gehört haben. Ein Grab. Zur Kirche. Immer noch ein Grab. Noch ein Grab. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier weg, ja? Du hast doch nicht etwa Angst, oder? Wo? Ich würde sagen, doch hat er. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Trinkmeister, guten Abend. Okay. Ich will noch nicht abdanken. So, wer liegt da in dem Grab? Was hältst du davon, Harvey? Lass uns von hier weg, ja? Du hast doch nicht etwa... Wo? Hier ruht... Mathis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Glaube ich nicht. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Das Grab meines Vaters. Lass uns lieber schnell weiter. Kann ich denn da nichts machen? Handschrift kann man dieses Gemeißel wohl kaum nennen. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns... Immer das Gleiche. Südlinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Hallo? Jemand zu Hause? Das klingt zwar nach einem Klischee, aber ich werde dich rächen, Vater. Das finde selbst ich unangebracht. Zu spät, schon kalt. Wir können auch nichts dran machen. Modrig, ja. Rostig, nein.
zur Kirche als nächstes. Noch ein Grab und ein Kirchtor. Kirche, die Tür zur Kirche. Ach ja. So, gucken wir uns erstmal das Grab an. Was hältst du davon, Harvey? Lass uns, du hast... Ivo. Oh, da oben ist eine Glocke. Klaus-Peter, Staubsaugervertreter. Klaus, ich muss wirklich weiter und die Schatten meiner Vergangenheit lüften. Aber... Mit Toten reden kann ich auch noch nach meiner Heilpraktikerlehre. Wusstest du gar nicht, dass du ihn machen wolltest? Hm. Der Fingertest zeigt keine Spuren von Staub. Na, das soll mir was sagen, dass an der frischen Luft kein Staub dran ist, welcher ja sowieso von Wind weggeweht wird. Ach, Edna. Edna. Wie kommen wir da nur durch, Harvey? Wir sollten uns einen Hubschrauber bauen. Aus was denn? Was ist los, Edna? Mir ist kalt. Ja, du bist ja draußen nur in einem Nachthemd. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Warum lässt du mich nicht durch? Was kann ich dafür, dass ich festgekettet bin? Es ist verschlossen. Wir haben aber einen Schlüssel. Leider nein. Da würde diese eine Tube nicht ausreichen. Aber das Problem ist ohnehin nicht der Rost. Das Problem ist das Schloss. Drüber klettern, da ist ja nichts drauf. Ganz ehrlich. Oh Mann, oh. Ich bekomme das Schloss nicht auf. Hm. Jetzt geht's ein bisschen vor. Schau mal, Harvey, eine Kirche. Da will ich nicht rein. Vielleicht gibt es da drin jemand, der uns weiterhelfen kann. Oder hast du Angst, dass du dich auf der Türschwelle in Asche verwandelst? Noch lachst du. Als ob das wirklich passieren würde. Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Ich will nicht. Wie sollte ich eine Kirche benutzen? Ach, beten. Ja. Nee. Kannst du auch betteln. Nach hinten? Ja, ich dachte gerade, stand nach hintern. Eine Tür, eine Kanzel, der Altar. Gucken wir uns mal den Altar an. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Vielleicht. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Ich finde den Powerknopf nicht. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis zählt. Das Firmenlogo. Ja, so kann man es bezeichnen. Jesus, bist du da? Nö, er hängt er noch nicht rum. Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Ach nee. Für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Jeder nur ein Kreuz. Stimmt, jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Hat sie recht, die Edna. Die Kanzel. Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Du Schwein. Du Rammler, du. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Ich bin nicht so... Ich würde erstmal hier durch... What the fuck? War das jetzt der Priester? Wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal kurz erstmal hier gucken. Wir können offenbar nach oben... Geschlossen. Können wir auch nichts benutzen. Warte mal, Schlüssel. Nee, geht da nichts. Orgelpfeifen. Oh, dammit.
Eine Klappe, können wir öffnen. Weiß. Was machst denn du da, Harvey? Was tust du da, Harvey? Ich demonstriere, dass ich nicht einmal die Klappe halten kann. Aufs Eindrucksvollste. Oh, das war ein mieser Witz. So kann man die Orgelpfeifen reinigen. Ach, halt doch die Klappe. Was könnte ich jetzt da reinstecken? Okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwas drücken. Wir wissen nur noch nicht was. Guck mal, Harvey, ein Kassettendeck. Oh nein, jetzt habe ich das Mixtape nicht dabei. Du hast mir ein Mixtape gemacht? Das ist so süß, Kumpel. Ja, aber jetzt wird es für immer im Mixer verschimmeln. Im Mixer. Plan okay. B, falls der Organist mal krank ist. Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren einerseits zwar mit dir sprechen, andererseits aber niemals antworten. Ach du Schreck! Fahrstuhlgeorgel! Schnell wieder ausschalten! Was meinst du, ob ich mich kurz mal ausruhe? Bald, Edna, bald! Zusatzbestuhlung für Feiertage. Nichts zum Zusatzbestuhlen in Sicht. Ach nein, wenn ich irgendetwas sehe, das ich zusatzbestuhlen möchte, dann weiß ich ja jetzt, wo ich die Stühle finde. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Finden wir denn Topflappen zum Reinigen? Die Orgelpfeifen kann jemand anderes säubern. Wer weiß, wie viele Organisten da schon reingespuckt haben. Tja, ich würde sie auch gerne vergrößern, aber es geht nicht. Der Topf passt nicht in die Klappe. Die hat schon jemand vor mir entrostet. Da hatte wohl jemand zu viel Zeit. Leute gibt's. Ja. 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 Lieber nicht. Ich könnte ihn für immer darin verlieren. Der ist zu groß, um als Pfeifenreiniger zu dienen. Aber warum denn? Und irgendwann kommen wir doch nach oben. Okay. Mann, meine Güte. Okay, wahrscheinlich können wir dann hier irgendwas... Eine Rosette. Was ist das so echt? Was fällt dir zu diesem prachtvollen Buntglasfenster ein, Harvey? Es würde schöne Scherben geben. Ich erkenne das Alpha, aber wo ist das Omega? Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. So eine habe ich schon. Echt? Kaputt. Was fällt dir zu dir? Es wird... Ich erkenne das Alpha. Aber auch habe ich denn? Ich habe keine Scherbe. Komisch. Hier unten hat sich auch nichts verändert am Bild. Was hältst du von dieser Glocke, Harvey? Meine Glocken sind größer. Harvey, benimm dich. Was denn? Harvey. Ich bin ein Ostertier. Ich liebe Glocken. Made in Kruppstadt. Auf J7 Minor gestimmt. Sollen wir jetzt was mit sagen? Mit bloßen Händen? Bringt mir auch gerade irgendwie nichts, oder? Kannst du unser Haus sehen, Harvey? Von hier oben sieht alles ganz anders aus. Ist immer noch ein bisschen ungewiss, was man hier machen kann.
Also die müssen irgendwas mit den Äugelfalken machen. Abgeschlossen. Was hältst du davon, Harf? Yippie! Zur Hölle, warum ist sie jetzt bis dahinter gegangen, nur um das... Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Gut, dann gehen wir mal zum Pastor. Fernseher, Plakat. Kopfhörer, irgendwas hat er sich mal angehört. Buch. Scheint auf jeden Fall ein bisschen musikalisch begabt zu sein. Gucken wir mal das durch. Was hältst du davon, Harvey? Ein Buch? Langweilig. Ich will Ballerspiele auf der Konsole. Und am PC nicht? Oh Gott, oh Gott, da muss ich mir ein Foto machen. Das merke ich mir da nicht. Die Frage, was muss ich denn spielen, ne? Egabde. Okay. O golden aufgebahrtes Sammelsurium semantischer Sinnzusammenhänge. Wirst du mir dein Wissen preisgeben? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich kann aber doch nur ansehen, benutzen, nehmen und reden. Tja, Pech gehabt. Na toll. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Hotzenplatz Crew Siegen. Meine Lieblingspunkband. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Are you ready to rock? Yeah! Das wäre Blasphemie. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Jesus Zombie Massacre. Meine Lieblings-Thrash-Metal-Band. Nicht gerade die Naumburger Dompfeife. Es hängt gut, wo es hängt. Das wäre Blasphemie. Was sagt er zu... Was hältst du davon, Harvey? Wow, Sacrilegia. Meine Lieblings-Speed-Metal-Band. Ach, das ist ein R. Nicht gerade die... Are you ready to rock? Yeah! Das wäre Deine Lieblings... Was hältst du davon, Harvey? Boah! Even Blacker Sabbath! Meine Lieblings-Death-Metal-Band! Are you ready to rock? Das wäre Blasphemie. Are you ready to rock? Yeah! Was hältst du davon, Harvey? Wow, God Sucks Inc. Meine Lieblings-New-Metal-Band. Kann ich die Kopfhörer mitnehmen? Die sind nicht für Hasenohren gemacht. Aber für meine vielleicht. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Keine Zeit, Musik zu hören. Hallo? Hallo? Mitnehmen. Komisch. Er hört nicht. Hey! Finger weg. Der war teuer. Dann halt nicht. Guck mal, Harvey. Eine Stereoanlage. Denkst du, was ich denke? Party! Nette Anlage. Keine Zeit, Musik zu hören. Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. Oh, echt, ey. Genau. In die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Warum denn nicht? Sieh nur, Harvey, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ein Mach-3-Zeitschrift für Exorzisten? Nein, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ach so, dachte ich's mir doch. Aber wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Oh, Harvey. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Heftig, heftig, heftig. Das interessiert mich nicht die Bohne. Mit dem Fachchinesisch kann niemand was anfangen. An der Antenne können wir nichts rumstellen, am Verstärker können wir wahrscheinlich was machen.
wird noch das Sofa und den Pastor. Sieh mal, Harvey, ein Sofa. Nicht einschlafen, kleiner Kamerad. Wir haben zu tun. Sieht gemütlich aus. Komm, Edna, setz dich ruhig. Nein, ich muss weiter. Es wäre ja nur für einen kurzen Augenblick. Nein. Nein und nochmals nein. Meine Polster sind so weich. Nein. La la la, ich höre nicht zu. Ich habe keine Zeit auf... Ich nehme das in mein cooles Ideeninventar auf, okay? Wenn du leck mich meinst, dann sag auch leck mich. Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Nicht schlecht. Ich brauche Verstärkung. Dann bin ich dein Mann. Hey, Finger weg. Der war teuer. Hey. Okay, dann bleibt nur noch der Fernseher mal. Und dann nur noch der Pastor. Lass uns Pastor? Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. Mit dem Pastor werden wir, wenn, dann erst in der nächsten Folge reden, Freunde. Es läuft ein Musiksender. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Ich muss doch sehr bitten. Nö. Ich will das noch sehen. Schön für dich. Schalt trotzdem nicht um. Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. So, Freunde. Okay, dokay. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn's wieder heißt, Edna bricht aus. Ja, hier auf meinem Kanal. Wir müssen noch mit dem Pastor quatschen und irgendwie gucken, dass wir dann hier das, um die Orgel verdingsen, vermaledeisen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich sag erstmal nur noch ciao, ciao, schalt beim nächsten Mal wieder ein und wir sehen uns dann beim Pastor wieder.